Deswegen, am besten heute Abend, ja, Pfeifett, bevor die Eltern jetzt noch schlafen gehen. Morgen ist eh frei. Geh zu denen, sag, hey, Mama, Papa, ich habe mir da was überlegt. Ich verlagere mein Gamingzimmer ab sofort in die Küche. Dann stell dir da den Tisch auf und dann ab geht's. Elite. Elite. Ich bin's. Big fucking Jagger. Moin, Meisse. Erstes Setup ist von Karl Kopf Adler. Nicht wundern, wegen der Matratze und der Decke. Dient zur besseren Akustik. Gleicher Vorverstärker wie ich. Stream Deck. Taschentücher selbstverständlich. Schönes Mauspad, großes. Ein Monitor drauf zum Zocken. Hinten noch ein Boxsack. Rechts Stream Elements. Der Chat ist offen. OBS. Links guckt da mein Stream. Geiles Setup. Hinten schick gemacht, ja. Mit allen möglichen, ich feiere diese Kartons da aufzustellen, nicht so, da kann man was Geileres machen. Aber so Pika Pika. Dann die Einhörner, das Lama finde ich ganz geil. Die Prinzenrolle kannst du mal direkt hier rüber schieben. Auf jeden Fall, sehr, sehr nice. Und die Idee mit der Beleuchtung und dem Schaumstoff finde ich auch sehr cool. Ne? Matratze davor für die Akustik, noch besser. DX Racer, Shure Mikrofon. Sehr, sehr nice. So, er macht das hier richtig tatsächlich. Nutella, Milchbrötchen, ganz kranke Kombo. Auna Mikrofon, mein Shaker, mein damaliger. Ganz normale Rocket-Tastatur, Monitor. Würde ich dir tatsächlich auch einfach nochmal einen zweiten empfehlen. Und ganz wichtig, Dark Mode anmachen. Ja? Mach den Dark Mode wirklich an. Mach ihn an. Ansonsten Birdie, Nutella mit Milchbrötchen ist eine starke Kombo. Der nächste ist der Samu. Hat hier sich irgendeine Vorrichtung gebaut, dass der Laptop höher steht, worüber der Stream läuft. Selber ein Zockermonitor, Samsung Tastatur, ein zu kleines Mauspad für mich. Hier schön seine Spiele gesammelt. Man sieht hier keine Kabel, was ziemlich nice ist. Und tatsächlich hier eine Beleuchtung. Ja? Finde ich ein ziemlich schlichtes Setup. So würde ich wahrscheinlich noch mehr in die Richtung den Laptop packen. Ja? Den Monitor wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Mitte des Tisches. Vielleicht hier und da hinten noch was hinstellen. Vielleicht noch eine Beleuchtung von oben kommen lassen, dass die Wand wirklich in einem geilen Lila so erscheint. Noch, ich bin immer ein Freund von neutralen, schlichten Mauspads, weil dann kommt immer alles ein bisschen besser zur Geltung. Ansonsten hier so eine kleine Minecraft-Figur. Ziemlich süß. Tom30Gaga. Der gute Shaker. Schönes Poster. Elite-Emote. Das war voll aufwendig. Das hat jemand gezeichnet, das Poster. Hier, Chat. Das war voll aufwendig zu machen. Finde ich aber auch so in Tilted Tower mit der Eule und dem Dachs. Finde ich das sehr, sehr nice als Design. Feiere ich sehr immer noch. Der Jago, moin, moin, grüß dich. Flodox, danke für 13 Monate. Ansonsten zockt er hier drauf, einfach ist am Daddeln. Was ist das gerade für ein Game? Was zockt er hier für ein Game-Chat? Was ist das? Einfach auf Controller. Gönnt sich hier ein bisschen eine Schälchen. Oben guckt er wahrscheinlich den Stream, ja. Hier guckt er den Stream. Immer ein bisschen höher gucken. Da würde ich, wenn du die Möglichkeit hast... Black Ops 4? Okay, krass. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich den Fernseher deutlich tiefer hängen, dass du einfach deinen Nacken nicht so strecken musst. Ansonsten hast du hier so eine Vorhalterung für den zweiten Controller. Dann hat er einfach auf dem Handy, das sehe ich ja jetzt erst. Chat, er hat einfach auf dem Handy, das ist ja voll geil. Er guckt den Stream im Vollbildmodus und hat dann über das Handy den Chat offen. Das ist ja 10 von 10. Das ist ja nice. Hat er hier noch die Tastatur und Maus liegen. Hier noch so eine Unterlage. Relativ dunkel alles, leichte Beleuchtung. Aber das ist wirklich Five-Head von ihm. Also sehr, sehr nice.
Holy shit, was ist das für ein PC? Und da liegt der Batzen auf dem Tisch. Weird Flex, Bro. Audio Setup hinten dran verteilt. Wasserkühlung links und rechts in so einem Glaskasten. Hier ein Aquarium. Die Schläuche reichen von links und von rechts. Einmal von rot, einmal in blau. Ist hier wahrscheinlich drauf am Zocken und hier am Stream gucken. Get on my level Mousepad. Kleine Nascherei hier. Stark. Aber hier sage ich auch auf Twitch, also Bruder, du hast hier einfach einen 40.000 Euro PC stehen. Aber wieso hast du Twitch im White Mode? Was ist los? Ja, was denn? Aber ansonsten, der Batzen, Stream Deck, Tastatur, Maus, Cam von beiden Seiten, Shure Mikrofon, schönes Aquarium, hinter das Mauspad versteckt, auch nicht zu viele Kabel, hat er versucht, hier eine Lösung zu finden. Nur hier so ein Adapter hängt raus. Hier die Kabel vielleicht nochmal ein bisschen anders legen, sauber machen, vielleicht über Mausbungee nachdenken, was du hier hinstellst. Aber ansonsten, den PC, den finde ich krass. Wie findet ihr den, also nur vom Optischen, von der Skala von 1 bis 10, wie findet ihr diesen PC hier? So aufgeklappt irgendwie, wie ein fucking Transformer. Hafensänger, ihr seht es schon, rote Farbe, ja. Caps im Hintergrund leuchten, schöner PC, schön clean. Ein Kabel verläuft hier nach unten, Stream Deck auch am Start. Mikrofon, kleines Audio-Setup mit dem Kabel sauber nach hinten verlegt. Ein eigenes geiles Mauspad, auf dem lässt es sich sehr, sehr nice zocken. Und die Wand, die du hast, die sieht auch jetzt nicht wie eine klassische Wand aus, als ob du da noch irgendwas mitgemacht hast. Und vor allem, hier sind solche weißen Lichter drin oder davor oder darauf wird irgendwie... Die packst du irgendwie da drauf. Also es sieht sehr, sehr interessant aus. Nicht 0815 mäßig. Nur für mich wäre die Farbe Rot halt auf Dauer nichts. Ja, ich finde, Rot macht immer sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell aggro. Ansonsten, sehr, sehr nice, Brudi. Hier, also ich weiß jetzt nicht, warum du einen weißen Hintergrund gemacht hast, aber ich kenne dich halt. Ich weiß, dass du ein Sub bist. Deswegen in der Regel immer Stream aufmachen. An die Caps, weiß ich jetzt nicht. Ist da zum Beispiel eine Cap von mir dabei? Sehe ich zum Beispiel jetzt nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht die Farbe hier von dem grünen PC noch ändern oder die Farbe vielleicht in grün machen, dass es so einheitlich ist. Wir schauen mal weiter. Und zwar der Broken Epic Was My Name. Kaugummis am Start. Das gute Volvic benutze ich auch, ist auch hier drin. Controller, extrem erotischer Typ. Sogar eine Zeichnung hat er drin. Minimalistische Pflanze. Hier ist einfach ein Schwan mit drauf. Holos zum Runtermachen. Hier ein Blissé, meine ich. JBL Musikbox zum Musik hören. PS4 ist auch auf dem Tisch. Und hier hat er einfach das Donation Alert. Das erste, ich habe ja drei Stufen. Der DAX wird ja immer, nach Dono wird er ja immer fetter. Bei 3 Euro bis 9 Euro hat der DAX kaum was zu essen. Dann glaube ich von 10 bis 49 hat der DAX ein Stück Pizza in der Hand. Dann ist er ein bisschen dicker. Und über 50 hat der DAX alles. Da ist er dann richtig satt. Das ist er dann richtig satt, der DAX. Und malt hier den DAX auch wunderschön. Allein wegen der Zeichnung kriegst du hier jetzt den ersten Like von mir. Ja? Broken. Also wirklich mit Liebe gezeichnet. Sieht sehr, sehr nice aus. So, die Chiara. Ein Mädchen. Wie alt ist Chiara? Was sagt ihr, Chat? Was würdet ihr schätzen? Zockerstuhl. Blaue Farbe von der Tastatur, von der Maus. Hier zum Zocken. Oder zum irgendwas machen. Links. Monitor zum Stream gucken. Sehr, sehr nice. Lila Farbe passt auch. Ja. Unten der PC drin, Kopfhörer dran,
Wasser, Schere zum Hausaufgaben machen. Der Traumfänger darf natürlich auch nicht fehlen. Dann hier wahrscheinlich irgendwie direkt daneben das Bettchen. Dann einfach hier so eine kleine Ecke. Ja. Finde ich sehr, sehr nice. Ich würde hier das halt noch irgendwie versuchen wegzumachen, dass die Batterie nicht mitten an der Wand hängt. Ansonsten ziemlich nice, ja. So irgendwie so ein typisches Setup, wenn man so 12, 13 ist. Da würde ich dir noch raten für den PC, dass du aufpassen musst, dass er genug Luft kriegt. Also ich weiß nicht, warum da jetzt zum Beispiel noch dieses Brett da drin ist, hier. Vielleicht das lieber rausmachen, dass der PC ein bisschen frei liegt und mehr Luft bekommt. Ne? Und Chiara an dich, was ist das für weißes Pulver hier? Chiara? Koki? Zucker, alles klar, gut. Chiara, ich danke dir auf jeden Fall für das Streamschauen. Ich wünsche dir alles Gute mit deinem Setup, sieht gut niedlich aus. Ich frage mich nur, wie du als Dame, also warum hast du als Dame Taschentücher hier? Haben eigentlich nur Jungs, ne? Guck dir mal ihr Mauspad an. Ich sehe kein Mauspad. Wo ist ein Mauspad, Sluffy? Cyberlevel! Bruder, willst du uns was erzählen? Warum sieht das so scheiße geil aus, Chat? Sei mal ehrlich. Findet ihr das auch so geil wie ich? Sein ganzer Raum ist weiß, dann so abgetrennt dahinter mit so einer Chill-Area und ist hier, also, ist einfach clean und geil. Süßigkeiten hier drauf, das kriegt auch ein Like von mir. Einfach weil mir das Cleane, die Schachfiguren dazu, Energis, wie gesagt, danke für den Sub, ja? Wirklich, herzlich willkommen. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, ja? Dann hier wirklich auch nochmal für Sound gesorgt. Und irgendwie, also normalerweise würde mich das triggern, dass der Fernseher hier nicht in der Mitte steht. Aber irgendwie macht das auch was her mit dieser Pflanze. Findet ihr auch? Also dass die Pflanze hier steht und der Fernseher dann halt hier oben drauf auf der Mitte. Das ist ein schönes Bild. Wenn du mal natürlich mal kannst, dann ja. Bin ich immer ein Freund von, wenn jetzt hier zum Beispiel, wenn du hier jetzt so ein anderes holst und dann einen Fernseher hier komplett drüber machst. Aber hier ist halt auch die Kante, ne? Also ich glaube, dafür, dass du hier die Kante hast, hast du deinen Raum schon optimal genutzt. PS4 hier unten, auch die Kabel verlaufen jetzt auch nicht irgendwie so, sondern einfach normal. Das ist sehr gut gemacht. Ja, der hat auch ein Like von mir bekommen. Mohammed schreibt, MikiTV, Hashtag Elise, bin erst 16 und kann mir nichts Krasses holen. Guck mal, Mohammed, ich liebe dich einfach, ne? Aber was sind das für Sachen hier unten? Mohammed, was soll diese Edeka-Tüte und dieses Postcon-Ding? Ist das eine Fußablage? Machst du da den einen Fuß, da den anderen Fuß drauf? Oder bist du generell einfach vielleicht Sammler? Und ist das hier drauf eine PS4, Chat? Und was macht der Stift hier? Nächstes Bild, also Mohammed, ich wüsste jetzt nicht, was ich dir für einen Tipp geben kann, außer diese Taschentücher da hinten. Ist das wieder ein Mädchen, würdet ihr sagen, Chat? Oder ist das ein Junge, Chat? Was sagt ihr? Ich glaube, es gehört wieder ein Mädchen. Monitorhalterung POC. Darauf zocken und darauf was offen haben. Ich sag Mädchen. Maus Bungee. Tastatur, auch die. Kann doch sein. Kann auch Just Elia, wisst ihr? Kann ich mich retten oder nicht? Aber bei dem Mauspad, Bruder, das ist, also da, also, ihr wisst doch, was ich meine. Von der Skala von 1 bis 10, Chat. Gibt es was Niceres, als wenn du beim Zocken bist und dann greifst du so nach unten und holst einen gekühlten Schokoriegel oder du holst ein Eis, da meinetwegen Eis mit einem kleinen Gefrierfach oder ein kühles Softgetränk raus, ein Erdinger alkoholfreien Bundaberg, ein Paloma, stellst du dir auf den Tisch und dann geht's ab. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du packst den Kühlschrank ins Gamingzimmer oder du packst dein Gamingzimmer in die Küche. Das ist ja bei mir einfach zum Beispiel
vorhanden. Mein Gamingzimmer ist ja gleichzeitig auch einfach eine Küche. Deswegen am besten heute Abend, ja, Pfeifett, bevor die Eltern jetzt noch schlafen gehen. Morgen ist eh frei. Geh zu denen, sag, hey Mama, Papa, ich habe mir da was überlegt. Ich verlagere mein Gamingzimmer ab sofort in die Küche. Dann stell dir da den Tisch auf und dann ab geht's. Da sehe ich mich. Ansonsten, schönes Poster hier hinten. Stilvolle Lampe. Bisschen den Kabelsalat. Hier direkt ein Ort zum Hinschillern. Die Monitorhalterung feiere ich auch extrem. Wirklich. Weil ich mag, habe ich ja auch. Ich habe ja, meine Monitore sind auch an der Monitorhalterung. Ja? Ich habe keinen Fuß. Ich mag Füße nicht davon. So. Und, Headset, schöne Tastatur, Final Maus. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Der Klixi Graal ist Weiner mit dabei. Mit einem blauen Setup. Ist hier am Zocken. Mikrofon. Ja, ist auch dran. Dann hatte auch einen blauen PC. LED ging hier leicht schon ab hier unten. Einmal auf dem Tisch drumherum verlegt. Kabelsalat, sein Urgroßvater hier unten. Das ist eine halbe Schlange. Da. Und Bruder, ich sag dir ehrlich, das sieht echt nice aus, was du hier gemacht hast. Aber durch die ganzen Kabel nimmst du einfach 70% des Bildes. Also die Kabel, Bruder, wieso hier vorne angeschlossen? Wieso liegt hier hinten was? Was ist das für ein Kabel? Was ist das? Was ist das? Das Mikrofonkabel, ja? Da gibt es andere Möglichkeiten für das Mikrofon, das ordentlich hier drum zu legen, dass es dann auch verschwindet. Und gefühlt ist Hälfte des Bildes Kabel. Aber sonst sehr, sehr geil. Also ich sag mal so, Klizzy, hättest du jetzt die Kabel ordentlich schön aufgeräumt, ja? Und mir das Bild geschickt, hättest du auch ein Like bekommen. Aber so muss ich sagen, Klizzy, nochmal die Kabel verstecken, aufräumen. Der Verpeilt ist am Start mit einem Graffiti-Background, dem Haptic-Shaker, Mikrofon, einer Musikanlage, PC oben auf dem Tisch, hier am Daddeln, da am Discord oder Stream oder sonst was offen haben. Ich finde, das sieht man nicht allzu oft, was du da hast mit diesem Hintergrund, mit der Wand. Finde ich sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Na? Kannst du mir mal sagen, ob du das selber gemacht hast oder ob du es machen lassen hast. Aber auch, dass du hier zum Beispiel der Tisch oben drauf wieder eine dunkle Oberfläche hat, ist deutlich nicer. Und weil du auch Twitch im Dark Mode besitzt und auch einen schön beleuchteten PC, wo mich interessieren würde, wenn, ob du noch Beleuchtung hast, wenn es dunkel ist. Aber aufgrund des seltenen Graffitis kriegst du auch von mir ein Like. Na? Maurice macht's richtig. Er kombiniert wieder wunderschöne Farben. Geiler Hintergrund. Passt wieder zum Roten und zum Blauen. Bringt blaue und rote Elemente mit ein, die er hat. Hat im PC blaue Elemente. Und so kann man es, glaube ich, am besten sehen. Hier, das ist dieses Philip Hue oder Hui oder wie das heißt. Damit steuert er sein Licht. Ja, das sieht ziemlich nice aus. Dann einfach mit der rot-blauen Tastatur, mit dem blauen Element im PC, dem roten Element vorne im PC, mit dem Darth Vader Hintergrund. Und wie krass stabil einfach liegen diese Taschentücher bereit. Also der Bruder hat natürlich, der Maurice hat natürlich krassen Heuschnupfen, ne? Das muss man einfach sagen. Maurice, hast du starken Heuschnupfen zurzeit, ne? Und ich würde dir wirklich empfehlen, mach bitte deine Desktop-Symbole einfach noch ein bisschen größer, Bruder. Weil der Hintergrund kommt umso besser, wenn die Desktop-Symbole ein bisschen kleiner sind. Also Desktop-Symbole am besten noch größer machen, dass die komplett hier über den ganzen Monitor voll sind. Mit den Kabeln hast du es auch gut geklärt. Die Beleuchtung finde ich sehr, sehr gut und du kriegst von mir auch ein Like. Tobro und Dev. Ey, Tobro, ich sag dir eine Sache. Schreibt ja. Ey, Tobro TV, Bruder. Du hast gewonnen. Du bist seit 21 Monaten Subscriber.
Und mit dem Setup hast du einfach den Vogel abgeschossen. Es sei. Domo TV, du hast VIP. Du hast VIP, du hast es dir verdient. Er ist seit 21 Monaten Subscriber und hat einfach ein weißes WC. Er hat ein weißes WC-Gehäuse von 1980. Wer seit 21 Monaten Subscriber ist, ne? Und wirklich ein PC-Setup entsteht aus einem PC von 1980. Den Stuhl hat er aus der Küche mitgehen lassen. Einfach noch diesen alten CD-ROM-Ständer von CDs, von den CD-Pornos aus 1915 und 1983. Absolute Legende, Tobrot. Ich wünsche dir wirklich nur das Allerbeste. Ich weiß. Okay, Chat. Wir haben jetzt. Chat, ihr müsst jetzt mir. Ich stelle. Gleich ist der Joke verkackt. Ich seh's kommen. Chat. Ihr kriegt von mir jetzt A, B oder C oder eine D-Aufgabe. Die Frage lautet. Welches dieser Gegenstände oder dieser Person sind älter? Antwort A, der Stuhl. Antwort B, das PC-Case. Antwort C, oder Antwort D, oder Antwort D, Monte. Welche der folgenden Sachen ist am ältesten? Antwort A, der Stuhl. Antwort B, das PC-Case. Antwort C, der Lautsprecher. Oder Antwort D, Monte. Die richtige Antwort lautet C. Der Lautsprecher ist von 1897, ist der erste Lautsprecher, der erschaffen wurde. Turbo, du kriegst auf jeden Fall auch. Er schreibt sogar noch, gib mein Geld nicht so krass fürs Zocken aus. Brudi, du gibst, also, ich muss sagen, sei geküsst, Bro, dass du hier seit 21 Monaten, dass du hier wirklich, Brudi, du schreibst, gib mein Geld nicht so krass fürs Zocken aus. Man sollte dir Geld dafür geben, dass du dieses Setup, ich retweete die Scheiße, scheiß drauf. Einfach retweet, scheiß drauf. Du hast gewonnen. So, Royal Zombie mit dem nächsten Setup. Riesengroße JBL Musikbox. Weiße Tastatur, ich glaube hier hätten schwarze noch besser reingepasst. Controller, Drucker. Die LED-Punkte hier leicht. Die triggern mich, aber die Farbkombination generell hier auf dem Bildschirm, hier hinten, mit diesem hellen Blau in dem PC und vor allem hier unten mit dem Kabelmanagement, ist eine 10 von 10 und kriegt von mir auch ein Like. Wirklich. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Da gibt es sonst auch einfach großes Mauspad hier und da. Und ich kann dir wirklich auch nur wieder ans Herz legen, fürs Zocken, zum besser Zocken, den Monitor in die Mitte stellen und dann da dran daddeln und den einen Monitor, also einen Monitor komplett gerade zu dir. Ja? Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ja? Fürs Zocken. Ansonsten sieht man wirklich nicht viel. Hast ein Like bekommen. Auch wirklich wieder die Kabel, man sieht nicht wirklich viele Kabel und ihr seht, wie krass aufgeräumt das dann direkt ist. Wirklich sehr, sehr nice. Und Kim on the Rocks übertreibt mal wieder die Lage. Hier von Frauchen, hier von dem Mann. Figürchen obendrauf, schön hergerichtet. Fußablage unten dran, PC.
Sieht richtig ordentlich aus von den Kabel her. VR-Brille. Final Fantasy Schwert. Ja. Wirklich sieht richtig nice aus und das kriegt von mir auch ein Like. Versteckt nebenan einfach Mülleimer für das, was man braucht. Und sonst einfach identisch, ne? Also hier wirklich auch zwei unterschiedliche Farben dran. Festnetztelefon griffbereit. Und die Schwerter sind 10 von 10. Und sind das 3D-Drucker, Chat? Ist fake, schau Insta. Bruder, die hat meinen Stream hier offen. Das ist nicht fake. Da musst du mal wieder jemanden permabannen. Perfekt. Was kostet ein 3D-Drucker? Was kostet die, Chat? Also da muss ich sagen, wenn in dem Setup jetzt, ne? Auch einfach mit diesen Tischen und so weiter. Und diesem abgetritt mit dem Schubladen. Für zwei Leute, ja? Für Mann und Frau. Wenn ihr da jetzt, oder Mann und Mann, oder Frau und Frau, oder Esel und Pferd, oder Pferd und Mann, oder Esel und Frau, worauf ihr auch immer steht. Wenn ihr dem Setup jetzt das bewerten müsstet, von einer Skala von 1 bis 10. Was würdet ihr dem Ganzen für eine Note geben? 8, 9, 8, 9, 9. Okay, krass. Das waren die Setups. Sehr, sehr nice. Machen wir bestimmt nochmal wieder.